Großmutters Eintopf von weißen Bohnen und Gemüse. Und wie dieser leckere und kräftige Eintopf funktioniert, seht ihr in diesem Video. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Für unseren weißen Bohneneintopf brauchen wir, Achtung, weiße Bohnen. Und die habe ich schon mal über Nacht hier eingelegt, damit die Kochzeit deutlich schlanker wird. Dann habe ich hier eine nicht unerhebliche Menge Speck, die kann man aber frei variieren. Das sind jetzt hier 400 Gramm. Ihr könnt ihn auch theoretisch ganz weglassen. Wir mögen es aber gerne, wenn die Suppe noch ein bisschen Rauchgeschmack hat. Dann ein Gemüsebund in kleine Würfel eurer Wahl geschnitten. Spielt überhaupt keine Rolle, weil das soll uns nachher Geschmack geben. Apropos Geschmack, ich habe hier noch eine Zwiebel in feine oder in grobe Würfel geschnitten. Das ist ja nicht ganz mein Standard. Dann habe ich hier ein bisschen Knoblauch schon mal fein gehackt. Das sind zwei Zehen. Das sind zwei gehäufte Esslöffel Tomatenmark. Sechs mehlig kochende Kartoffeln und als Gewürze ein bisschen Kümmel gemahlen, das tut dem Magen gut, ein bisschen Lübstöckel und auch für den Geschmack ein bisschen Paprikapulver, Pfeffer. Salz brauchen wir wenig, weil wir haben ja den Speck am Start. Und was wir natürlich auch brauchen, ist ein Fond zum Auffüllen. Und wir haben ja einen wunderbaren Film gemacht zum Thema Eisbein. Der wird da oben jetzt gerade eingeblendet. Und von dem Eisbeinkochen haben wir einen unglaublich starken Fond und damit füllen wir heute auf. Wenn ihr den nicht habt, geht natürlich auch jede Gemüsebrühe. Heute ist natürlich auch der beste Suppentopf der Welt am Start. Ich find's einfach klasse und es macht einfach Spaß, sowas aus dem Schrank herauszuholen und damit arbeiten zu dürfen. In diesen beschichteten Topf gebe ich jetzt meine Speckstreifen hinein. Und die werden jetzt erstmal angeschwitzt. Ich möchte so ein bisschen das Fett auslassen, damit das noch ein bisschen mehr Geschmack gibt. Deswegen hier keine großen Röststoffe. Wir wollen jetzt keinen knusprigen Speck haben, aber einmal so ein bisschen auslassen. Und hier neben, in dem zweiten Hoffmann-Topf, steht unser Eisbeinfond, von dem ich ja eben schon gesprochen habe. Da ist so eine kleine Schicht Fett obendrauf. Und der Fond, schaut euch das bitte an, der ist geliert. Das ist natürlich das Beste an so einem Eisbeinfond. Eigentlich kochen wir den Eintopf heute nur deswegen, weil ich möchte diesen Fond hier verarbeiten. Wenn ihr also Bock habt, sowas nochmal nachzukochen, meine Empfehlung, macht doch erst einmal das Eisbein, probiert das aus und dann habt ihr diesen wirklich unglaublich guten Fond für euren Eintopf. Und das geht natürlich nicht nur mit weißen Bohnen, sondern auch mit Erbsen und Linsen, egal, oder nur Kartoffel, eure Wahl. Wir machen jetzt als nächstes in unseren Speck erstmal die Zwiebeln hinein. Der Speck ist jetzt hier ein wenig angeschwitzt und wie gesagt, wir wollen gar keine Farbe erzeugen. Da geben wir jetzt die Zwiebeln drauf und auch gleich den Knoblauch, sodass wir auch hier so ein bisschen an die Aromen herankommen. So, auch die Zwiebeln nicht dunkel werden lassen, kommt unser Tomatenmark jetzt da oben drauf und auch gleich so gefühlt ein Esslöffel von unserem milden Paprikapulver, weil beides soll mit angeschwitzt werden. Paprika, ganz, ganz wichtig, immer mit anschwitzen, dann habt ihr nicht so einen mehligen Geschmack auf der Zunge. Außerdem wird das Aroma viel besser freigesetzt. Also wie ich finde, sieht das doch jetzt hier schon wieder oberlecker aus. Und da kommen jetzt schon die Bohnen obendrauf. Das Einweichwasser von heute Nacht, das schütte ich einfach weg. Ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen was an Reinigung, weil die Bohnen sind meistens auch so ein bisschen eingestaubt. So, Bohnen drauf. Einmal kurz durchrühren das Ganze. Carmen, weißen Bohneneintopf haben wir lange nicht gemacht, oder? Ich hab das noch nie gegessen. Du hast das noch nie gegessen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. So, und jetzt füllen wir da von unserem guten Fond so viel oben drauf, dass das gerade eben so bedeckt ist.
Was jetzt hier noch fehlt, ist unser Gemüse und die Kartoffeln. Ich möchte aber, dass die Bohnen ein bisschen vorgekocht werden. Deswegen geben wir den Bohnen jetzt mal 45 Minuten Vorsprung. So, Carmen, wir mussten noch mal 30 Minuten oben drauflegen, weil unsere kleinen Scheißerchen hier, unsere Böhnchen, die haben nicht mitgespielt, obwohl ich sie über Nacht eingeweicht habe. Also, reine Kochzeit bis jetzt, nicht 45 Minuten, sondern 1 Stunde und 15 Minuten. Und es sieht jetzt so aus. Da geben wir jetzt die Kartoffeln dazu, weil die Bohnen brauchen noch einen kleinen Moment, die Kartoffeln ja aber nun auch. Und ich gebe auch gleich mein kleingeschnittenes Gemüsebund dazu. Und weil mir das jetzt hier ein bisschen zu trocken ist, kommt da jetzt unser restlicher Fond oben drauf, sodass alles wieder schön bedeckt ist. Und weitere Kochzeit jetzt gefühlte 30 Minuten und dann schauen wir nochmal hinein. So, die Brühe fängt wieder an zu kochen. Bester Moment, jetzt einen gestrichenen Teelöffel Kümmel gemahlen dazu zu geben und einen ordentlichen Teelöffel voll Liebstöckel. So kann das Ganze jetzt auch noch seine Arbeit machen. Und wie gesagt, in 30 Minuten schauen wir da nochmal hinein. So, 35 Minuten haben wir es jetzt köcheln lassen. Ich habe mal so eine kleine Kartoffel hier, wenn man da so drauf drückt. Konntest du das sehen, Carmen? Die kann man hier so ganz leicht zerdrücken. Und wir beide, die Carmen und ich, wir haben es halt gerne, wenn die Bohnen noch nicht komplett verkocht sind und auch das Gemüse nicht, dass man noch sieht, was man da auf den Teller hat. Aber die Bohnen sind auch genauso richtig schön weich. Es hat eine schöne Bindung, eine schöne Farbe. Jetzt wollen wir doch mal anrichten. So, das sieht doch wirklich super lecker aus. Normalerweise sind diese weißen Bohnen ja eher langweilig. Aber durch diese Knoblauch-Tomaten-Geschichte haben die so viel Wumms und natürlich auch durch die große Menge an Speck. Ihr müsst es bitte einmal ausprobieren. Es ist ein so günstiges Essen und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit sehr zu empfehlen. Über ein Däumchen hoch würden wir uns sehr, sehr freuen. Abonniert doch bitte den Kanal. Schaut auch mal bei Instagram vorbei. Und die Carmen möchte euch noch Folgendes sagen. Wir haben euch lieb, das dürft ihr niemals vergessen. Und ich schließe mich dem an. Tschüss, ihr Süßen.